denke, zunächst einmal ist es wichtig, das Werk der Barmherzigkeit, der Anerkennung der Würde und der Rechte aller Menschen. Das ist unsere Urbotschaft als Christen. Wir erkennen jeden in seiner je eigenen Würde an, die unantastbar ist. Deshalb ermorden wir niemanden, deshalb feinden wir niemanden an, deshalb grenzen wir niemanden aus, sondern geben allen auch die gleichen Menschenrechte. Das ist unsere Botschaft und die kommt hier auch zum Ausdruck. Für mich ist wirklich das Sprechendste und Wichtigste, dass die Seligpreisung, das Werk, selig die, die reinen Herzens sind. Denn das ist eigentlich die Voraussetzung, um Gott zu erfahren. Ein reines Herz, das heißt ein unverstelltes, ein offenes Herz, auch ein Herz, das sagt, ich bin mir selber nicht genug, du Gott bist größer als ich, du kannst mich erfüllen. Und daran zu arbeiten, das ist eigentlich, glaube ich, etwas sehr, sehr Anspruchsvolles. Das Erste, zu überlegen, ob das Wort von Papst Franziskus nicht tatsächlich doch wahr ist. Die Lösung aller Probleme dieser Welt ist die Barmherzigkeit. Das klingt ja zunächst einmal spannungsgeladen. Das Zweite ist, das Evangelium vom barmherzigen Gott wird uns durch Jesus übermittelt und deswegen das Gebet der Schwester Faustina, Jesus, ich vertraue auf dich, als tägliche Übung machen. Und das Dritte, zu schauen, wo kann ich auch barmherzig sein? Und da kann sich jeder sein Werk aussuchen, zum Beispiel ich, die Lästigen ertragen. Naja, zunächst einmal glaube ich, dass junge Menschen gut beraten sind, mit sich selber barmherzig umzugehen. Also ich erlebe schon viele junge Menschen, die unter einem großen Anforderungsdruck stehen, unter Leistungsdruck und die deswegen sehr hart mit sich selber umgehen. Und da meine ich, da mal runterzukommen und sich selber gegenüber barmherzig zu sein, wäre, glaube ich, ein allererster wichtiger Schritt. Denn nur wenn ich mit mir selber barmherzig bin, kann ich es auch mit den anderen sein. Ich würde die Frage noch ein bisschen anders stellen, und zwar die Jugendlichen fragen, wie sollen wir Barmherzigkeit leben angesichts dieser Wirklichkeiten? Gleichzeitig glaube ich, und da sind sie sehr nachdenklich, dass es zu der Barmherzigkeit, so wie Franziskus sie uns gerade ans Herz legt, nämlich immer wieder auf Menschen zuzugehen, ihnen eine neue Chance zu geben, dass es dazu gerade im Rahmen der Völkerverständigung keine Alternative gibt. Und da ist der Weltjugendtag eine gute, willkommene, ein willkommenes Fest, um das miteinander einzuüben.